Jojo, was geht? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute, meine Freunde, machen wir mal wieder etwas mit Knete. Und zwar habt ihr mir auf Twitter ein paar Vorschläge gegeben, was ich bauen soll. Und ja, ich habe geschrieben, postet mal ein paar Sachen, die ich in einem Video kneten soll. Hashtag knet mal, Max. Und das wird jetzt gemacht. Ich suche mir 5 Sachen raus. Ich habe dann jeweils eine halbe Minute Zeit, das zu bauen. Und dann gucken wir uns das Endprodukt an. So Leute, es geht los. Als erstes soll ich die roten Sneaker von ApoRed bauen. Nein? okay. Ja. Und komm. So Leute, das ist das Endprodukt. Rote Sneaker ist eigentlich Plural, aber 30 Sekunden sind echt verdammt wenig Zeit. Ich finde, also es ist nicht so kacke, oder? Also man sieht hier eindeutig die Schnürsenkel, die ich gar nicht mehr in der offiziellen Zeit gemacht habe. Aber hier sieht schon aus wie ein Schuh, finde ich. Ist das hier im Wert von einem Tierpark? Ich weiß ja nicht recht, Leute. Nicht so recht, Leute. Ich weiß ja nicht recht, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das im Wert von einem Tierpark? So, okay, Leute. Nummer 1 ist abgehakt. Nummer 2 ist, einen Kran soll ich bauen. Und ich würde sagen, wir machen es einfach wieder. 30 Sekunden ist so schwierig, da irgendwas hinzukriegen. Ihr könnt es auch selbst mal ausprobieren. Aber okay. Oh, Leute, ey, das ist echt das Allergröbste, was man nur schafft in dieser Zeit. Aber hier ist ein bisschen Knete runtergefallen. Das ist ein Kran. Ich finde, man kann es... Naja, man kann es nicht so wirklich erkennen, oder? Okay, aber ich finde es schon ziemlich scheiße, ne? Das sieht so aus wie so eine Pistole, so. Frepp, frepp. Bau, 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 bau. Shit. Okay, 47 AliExpress. Keine Kaufempfehlung, Leute. Nummer 3 wird gebaut. Ich soll einen YouTube-Play-Button bauen. Was? Oh Mann, Leute. Der YouTube-Play-Button sieht einfach aus wie ein Spiegelei mit verkehrten Farben. Vor allen Dingen ist eigentlich das Play-Zeichen in diese Richtung, GG. 30 Sekunden sind echt wenig Zeit. Vor allen Dingen habe ich noch andere Vorschläge bekommen, die ich auch machen werde, die eigentlich viel mehr Zeit brauchen. Egal, aber das ist die Challenge, ja? Das ist die 30 Sekunden Knet-Challenge. So Leute, nächster Vorschlag ist Penis. Wer hätte es erwartet? Cool. Leute, ich bin fertig. Mein Name ist... Was mache ich eigentlich für Sachen auf meinem YouTube-Kanal? Ist unglaublich. Ja, also schon relativ simpel, ne? Ist nicht besonders detailliert. Ich habe probiert, hier vorne so ein bisschen Shape zu geben, aber ich glaube, im Zweifelsfall wäre das dann kritisch gewesen im Hinblick auf YouTube-Nutzungs... Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Leute, das war Nummer 4 und es fängt hier gleich an zu regnen, ey. Am Anfang vom Video war es so mega hell alles hier. Und jetzt, der letzte Vorschlag, richtig schwierig. Dagi und ihren Verlobten, I don't know, wie er heißt, bei der Hochzeit. Oh Gott, Leute, dafür eine Minute würde ich sagen, ja. Also ein bisschen mehr Zeit muss auf jeden Fall sein, es wird trotzdem richtig knapp. Sehr gut zu erkennen sind hier, man kennt hier, erkennt hier Dagi, charakteristisch für sie, keine Füße, keine Hände, ein Kreis als Körper und der Kopf ist ein bisschen deplatziert, also das finde ich 10 von 10. So, dann die Hochzeit hier äußerst kreativ durch einen Altar dargestellt, also erkennt man auch top. Und zu guter Letzt Eugen hier. Man sieht hier das bängerhafte Aussehen, die bängerhafte Attitüde, so die ein oder andere Verletzung, die man als Bänger sich zuzieht, ist auch gegeben. Zum Beispiel hier der Arm ist ein bisschen kürzer als der andere, wenn man das mal den
einen direkten Vergleich macht. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich habe diese Knet-Challenge äußerst gut abgeschlossen. Ich hoffe mal, euch hat sie gefallen. Das war richtig schlecht. Tschüss.